Kein Engel. Funken sprühen, die Flamme über den Stahl fährt. Die Schweißnaht glüht, der Hammer krachend niederschlägt. Die Flügel an den Ketten hochgezogen werden, matt schimmernd im trüben Licht der Halle. Heißes, flüssiges Eisen in Form gegossen wird. Kein Engel. Arbeiter, maskiert und in Schutzanzügen gewandelt. Schwarze Visiere, in denen sich das Feuer spiegelt. Die Kreatur nun in die Halle geführt wird. Geschrei, der Käfig rasselt, sie bäumt sich auf. Masken, keine Regung. Geöffnet wird die Tür. Es schreit und stöhnt, Arbeiter mit Stangen kommen. Sie treiben es durch die Halle, es wird in die Vorrichtung gespannt. Kein Engel, der nun dort liegt. Die Maschinen jetzt die Arbeit starten, Pumpen sich in Bewegung setzen. Man führt ihm Schläuche ein, Gas strömt. Es zuckt, wirft sich herum, dann wird es still. Die Männer wissen, jetzt beginnt die Arbeit. Die Maschine jetzt ausgerichtet wird, die Flügel von der Decke gelassen werden. Sie an das Wesen gesetzt werden, dann Strom durchzuckt die Kreatur. Sie bebt, die Eisenflügel wachsen an, gebunden durch Feuer und Strom. Ein Arbeiter auf einer Tastatur etwas eingibt. Den Hebel umlegt, die Flügel zucken. Dann die Kreatur von der Vorrichtung gekappt, in den Fangstrahl aufgenommen wird, schwebt nun im Raum, im roten, unheiligen Schein. Kein Engel. Nun die Arbeiter kommen, es in ein Kleid zu wanden. Ein Metallkleid, Schweißgeräte flammen auf, Funken sprühen. So das Gewand um den Körper geschmiedet wird. Jetzt ist es an der Zeit, die Maske kommt. Ein Arbeiter sie vorsichtig vor sich herträgt. Eine Maschine, höchste Medizin. Er nun auf die Plattform steigt. Surrend fährt er auf zum geschundenen Antlitz der Geißel. Sich nun gegenüberstehen, der Arbeiter und die Kreatur, die noch immer ohne Bewusstsein. Nun ein Blitz sie durchzuckt, sie schreit, die Flügel zucken, der Kopf ruckt nun herum, erkennt den Arbeiter, es fletscht die Zähne, Hass glimmt auf. Der Arbeiter die Maske hebt, die Kreatur dem Übel nun in die Augen sieht. Der Arbeiter drückt sie auf den Kopf des Wesens, es ruckt zurück, doch zu spät, die Maske ist auf dem Gesicht, Schläuche nun aus ihr schießen, den gesamten Kopf umschließen, kein Engel, der da hängt. Die Maske ihn zwingt, sie wird sein Gesicht, die Kreatur, sie bricht und was sich nun erhebt, kein Engel, was da nun aus der Halle gelassen wird. Die Arbeiter sehen ihrem Werk nach, während es sich in den grauen, verbrannten Himmel erhebt. Die Flügel schlagen, das Kleid, es weht. So fliegt das Werk nun davon, zu kommen über die geschundene Welt. Scheinwerfer es bereits entdeckt haben, nach ihm tasten. Doch dann sich das Tor schließt, die Männer verlieren ihre Schöpfung und die Arbeit geht wieder los.